Letztendlich hat dieser Februar eine ganz, ganz, ganz markante Umstellung gebracht und eine komplette Änderung des Systems. Es ist ja nicht nur irgendwie jetzt mild geworden, sondern wir sind ja auch aus diesem wahnsinnigen Tiefdruck rausgekommen, der uns so viel Niederschlag gebracht hatte, jetzt in eine ruhige, dümpelige Hochdrucklage. Und damit ist das Ganze, was wir bis dato hatten, letztendlich gekippt. Und wir werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in dieser Dümpellage weiterbleiben, mit den Auswirkungen dann auch tiefer ins Frühjahr rein. Und da wollen wir mal kurz reinschauen. Noch etwas vorweg, regt euch doch bitte nicht darüber auf, dass gewisse Personen jetzt darüber schimpfen, dass es mild ist und dass alles von anderen falsch gewesen ist. Das waren die, die zum Beispiel Winter für alle angekündigt haben und mit Horrorschlagzeilen einen eiskalten und schneereichen Februar an die Wand gemalt haben. Und davon wollen sie nichts wissen, oder? Ich glaube, sie haben das gar nicht mehr mitbekommen. Die arbeiten bestimmt an der Verifikation, warum der Sommer letztes Jahr dann doch kein Rekorddürre-Sommer wurde, sondern das Hochwasser gebracht hat. Kleines Augenzwinkern. Grüße Sie und grüße euch. Ganz entspannt wollen wir jetzt mal hier durch die Sendung gehen. Das Bild hat mir eben die Karen zugeschickt, die hier auf den Rabenkopf gegangen ist. Am Kochelsee hier im Vordergrund, im Hintergrund das Allgäu, ein paar Quellwolken. Und da sind schon wieder die hohen Wolkenfelder unterwegs, die uns jetzt in den kommenden Tagen heimsuchen. Das ist die gemittelte Wetterlage für den nächsten Sonntag in einer Woche. Da haben wir so einen schwach ausgeprägten Höhentrog über Westeuropa und Mitteleuropa. Das Problem ist, wo der genau zum Liegen kommt, wissen wir nicht. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe liegen hier im Westen bei unter 0, im Osten bei über 0 Grad. Wir gehen nochmal zurück auf die Druckkarte und sehen, hier geht die milde Luft aus dem Süden nach Norden und hier geht die kalte Luft aus dem Norden nach Süden. Und je nachdem, wie sich das verschiebt, kann es bei uns, wenn wir auf die kalte Seite kommen, nochmal spätwinterlich werden mit Frost- und Schneeschauern, zieht das ganze System nochmal ein bisschen weiter in den Westen, dann haben wir ruckzuck Frühlingswetter und um die 20 Grad. Das ist eben der Kasus Knaxus, eine ganz, ganz typische Lage letztendlich für diese Jahreszeit. Wir gehen nochmal auf die Abweichungen ein, haben im Osten die große Milde, im Westen die Kühle, also letztendlich umgekehrt zu dem, was wir in den letzten Wochen immer wieder hatten, gerade Skandinavien und das Baltikum sind in 1500 Meter Höhe sehr mild. Wie geht's weiter? Wir schauen auf den 12. März. Das ist nicht der Sonntag, da habe ich einfach nur das Datum ausgetauscht. Ich glaube, wird dann der, müsste Mittwoch sein? Ich weiß es nicht. Hier haben wir die sogenannte 552er über uns verlaufen. Und auch das ist wieder so eine Randlage. Kommen wir auf die Südseite, kommen wir auf die Rückseite. Es ist ein einziges Gedümpel mit einer sehr schwachen Isobarendrängung. Das heißt, wir haben schwache Luftdruckgegensätze, relativ wenig Wind und Gewusel. Was aber in den Temperaturen in 1500 Meter Höhe erkennbar ist, da ist so eine Blase südlich der Alpen von unter 0 Grad und nördlich der Alpen von über 0 Grad. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir immer wieder Südlagen bekommen mit milder Luft in Deutschland beispielsweise und kalter Luft auf der Alpen-Südseite mit möglichen Schneefällen, wie wir es zuletzt hatten, ist dadurch erhöht. Die Abweichungen der Temperaturen in 1500 Meter Höhe liegen nördlich des Alpenhauptkamms bei Plusgraden, südlich des Alpenhauptkamms bei Minusgraden. Südwesteuropa ist tendenziell ein bisschen kühler, hier war es ja schon sehr, sehr warm und Nordeuropa ein bisschen milder. Nochmal, es hat eine ganz, ganz, ganz massive Umstellung gegeben. Jetzt wollen wir uns das Ganze kurz noch bei dem Ensemble anschauen. Beispiel für Erfurt, rote Linie, ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren, also das Klimamittel. Und die weiße Linie ist das Mittel aller Einzelberechnungen, die hier sehr weit auseinandergehen, mit wenigen Niederschlägen. Denkt dran, da war vor einiger Zeit noch ein richtiger Niederschlagsblock berechnet. Jetzt ist es mehr oder weniger trocken und der sogenannte Hauptlauf turnt hier ganz weit oben rum. Sehr große Unterschiede zwischen weit über 10 Grad und unter minus 10 Grad. Und wenn wir uns den mildesten Lauf anschauen für den 12. März, das ist der Hauptlauf, zeigt ein Tief über der Iberischen Halbinsel mit einer satten südlichen Strömung und Temperaturen von über 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Da es um diese Jahreszeit schon Durchmischung gibt und die Sonne eine ganze Menge mitzureden hat,
gäbe es dann um und über 20 Grad. Jetzt wollen wir uns noch den kältesten Lauf anschauen. Der zeigt auch wieder eine Dümpellage mit einem Hoch ausgehend vom Atlantik über Skandinavien bis Russland. Tiefdruck auch in Richtung Iberischer Halbinsel und Mittelmeerraum, allerdings mit einer östlichen Strömung. Und da käme dann sehr kalte Luft nochmal herangezogen, vor allem im Norden Deutschlands, um die minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe, hieße Schneeschauer und Nachtfrost. Das ist eben dieses Hin und Her. Und jetzt schauen wir uns mal das europäische ECMWF-Modell im Mittel an für den 1. April, also in rund 5 Wochen. Da haben wir zum einen das Azorenhoch, weiterhin das Hoch über Skandinavien, was so angedeutet wird, das Tief westlich bei Island und ein Tief über dem Mittelmeerraum. Und wenn wir uns die Linie noch anschauen zwischen Winter und, also zwischen Spätwinter und ein bisschen frühlingshafter, dann ist die nicht weit weg, kommt in unsere Nähe immer wieder. So richtig warm ist diese Lage nicht, tendenziell eher ostgeprägt oder nordostgeprägt. Wichtig sind aber die Abweichungen im Vergleich zum langjährigen Mittel. Machen wir die blaue Linie weg und zeigen das hier. Und da sieht es danach aus, dass wir mehr Hochdruck als durchschnittlich haben über Nordeuropa und über Südeuropa mehr Tiefdruck als durchschnittlich. Das hieße dann letztendlich eine nordöstliche Strömung und auf der anderen Seite gibt es noch vom Atlantik eine Strömung. Das bedeutet, diese Dümpellage, mit der wir es jetzt zu tun haben, würde weitergehen, tendenziell mit etwas mehr Anteilen von kälterer Luft. Das heißt, kein unbedingtes Winterwetter mehr, sondern einfach nur ein zähes Ringen mit der Warmluft, dass wir tagsüber dann unter 15, vielleicht auch mal unter 10 Grad bleiben und nachts immer wieder Frost bekommen. Das ist keine Winterlage, die da mehr ist, sondern eben eine noch etwas kühlere Ostlage. Einen Monat weiter sind wir bei Ostlagen dann schon im deutlich wärmeren Bereich. Da heizt sich dann der Kontinent auf. Schauen wir ganz kurz noch zu guter Letzt auf das CFS-Modell für den 1. April. Das ist dann wieder vom amerikanischen Modell und sehen hier ein Hoch über Nordeuropa und die gleiche Lage, die wir jetzt auch haben mit kalter und mit milder Luft. Wir wären in der milden Luft. Der nächste Lauf zeigt dann das Hoch ein bisschen weiter im Westen mit einer Troglage, die zu uns kommen würde und nochmal kalte Luft brächte mit Schneeschauern bis ins Flachland und Nachtfrostgefahr. Der nächste Lauf zeigt das auch wieder mit mäßig kalter Luft, Schnee im Bergland und dann haben wir wieder die Version, dass auf der einen Seite im Osten ein Trog wäre, auf der anderen Seite im Westen. Wir lägen dazwischen mit so einer Mini-Omega-Lage und die Werte wären dann eben entsprechend hoch mit 20 Grad. Das ist eben diese Dümpellage, da kommt es auf diese kleinen Hochs und Tiefs an, wo die rumeiern mit der entsprechenden Witterung dazu. Also es bleibt so. Und nochmal, die Wetterlage hat sich großräumig von der gesamten Struktur her umgestellt und dadurch sind wir aus diesem alten System raus jetzt in ein neues Dümpelsystem, das mal spannend sein kann, aber manches Mal auch und sonst so. Servus Kai, liebe Wetterfreunde, es ist tiefster Winter im Grenzgebiet Tirol, Bayern, rechts Chiemgauer Alpen, zentral jetzt der wilde Kaiser. Das Kitzbüheler Horn und so weiter. Die Loferer Steinberge, wunderschön verschneit, bist du deppert. So geil. Ja, und ich schwitze ein bisschen am Fuße dieser Felswand. Die Steinplatte, also es hat ungefähr 30 cm Neuschnee gemacht, aus dem Mittelmeer tief. Obwohl die Gegend da eigentlich eher eine Nordstaulage ist. Aber es ist alles tief winterlich. Hinter mir die Felswand ist nass, weil wir schon Ende Februar haben und die Sonne Vollgas auf diese Südwand scheint. Da darf man sich nicht täuschen lassen. Ebenerdig und schattseitig ist der Schnee noch pulverig. Es ist ein Winterparadies. So wie hinter mir. So schaut es eigentlich wirklich aus. Schöne Grüße, alles Gute. Und der Winter ist noch nicht vorbei. Servus.